Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Stellaris mit mir, dem Mr. Merp. Wir spielen das Hyphenkollektiv, die Pizza Fungi und, ja, also Pilze halt, ne? Und, erforschen hier gerade eben unser Gebiet hier in diesem System. Was ist denn das da drüben? Hab ich schon irgendwas entdeckt? Ja, manchmal findet man Dinge durch diese Anomalien, irgendwelche Hinweise auf irgendwelche anderen Systeme. Und dann kennt man die dann halt einfach schon. Haben wir es jetzt gleich? Ah, falscher Planet. Die Liga der Ersten. Wir haben auf Xandeban... Jetzt habe ich gerade eben irgendwas weggeklickt und ich dachte eigentlich, dass wir... Artefakt einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Wenn es stimmt, dass wir von diesem Artefakten gelernt haben, dann war diese Zivilisation eine Art von Föderation, die aus vielen verschiedenen Alien-Rassen bestand. Sie nannten sich selbst die Liga der Ersten und scheinen unter relativ friedlichen Bedingungen vor ungefähr 2 Millionen Jahren gelebt zu haben. Ist wohl irgendwas schiefgegangen, dass es die heute nicht mehr gibt, denn sonst wird es uns nicht geben. Das Xandeban-System liegt in dem Weltraumbereich, der wohl das Kerngebiet ihres Territoriums war. Unter dem Artefakten befinden sich aber auch ein Kartenteil, der darauf zurückschließen lässt, dass die Liga der Ersten vor ihrem Zusammenbruch einst wohl einen bedeutenden Teil unserer Galaxie beherrschte. Interessant. Situation Log updated. So, jetzt möchte ich mal hier ganz kurz mal gucken. Wir haben das jetzt hier besiedelt. Der macht hier momentan 2 Nahrung. Das ist auch schon mal schön und gut. Hier müssen wir eigentlich Bergbau nachher machen. Das ist schade, dass es keine kombinierten Gebäude gibt. Aber wir brauchen als allererstes natürlich da oben die Nahrung für die Fortpflanzung. Mehr Nahrung gleich schnellere Fortpflanzung. Ne? Ist ein logisches Prinzip. So, baust du das? Wie lange brauchst du noch? 55%. Die anormalen Energiewerte, die angeblich von Taram 5 ausgingen, sind nun verschwunden. Wissenschaftsoffizier Jutlek berichtet, dass die Yem Fraran nichts dergleichen entdeckt hat. Schade. Wo? System Survey complete. Da ist wohl ein Böserich jetzt hier aufgetaucht. Ist jemand hier ins System reingeflogen? Krass. Gouverneur Liquerut hat eine höhere Stufe erreicht. Ja, ja, schön und gut. Welches System ist denn das? Die kommen tatsächlich näher. Die kommen näher. Dann fangen wir sie mal ab. Ich glaube nämlich, dass sie gekommen sind, um Ärger zu machen. Und jetzt müssen wir ganz schnell Technik machen. Ionentriebwerke sind jetzt verfügbar. Nanokompositpanzerung könnten wir machen. Oder das Bergbaunetz auf Stufe 2. Ich bringe jetzt mal das Bergbaunetz auf Stufe 2. Gott, das ist ein sehr viel kriegerischer Anfang als beim letzten Mal. Moment, das Forschungsschiff möchte auch weiter forschen. Wo ist es denn? Hier hinten. Dann erforsche doch mal das System. So, und ihr fliegt es da raus, um in das andere dann reinzufliegen, um dann wiederum zu verhindern, dass uns hier jetzt aufs Dach gestiegen wird. Ja, die greifen nämlich jetzt definitiv das hier an. Und das will ich jetzt verhindern. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Alleine würde der das nicht lange schaffen, aber jetzt haben, glaube ich, diese Weltraumpiraten ein echtes Problem. Denn sie sind im direkten Kampfkontakt mit unser Eins. Wir verlieren tatsächlich ein Schiff. Ist das krass! Aufeinandertreffen mit Alien-Proto-Zivilisation. Die Erkundung von Baham 1 hat ergeben, dass in bestimmten Regionen des Planet eine primitive Alien-Proto-Zivilisation beheimatet ist. Unsere Sonden zeigen, dass ihre neolithische Kultur Feuer beherrscht und eine rudimentär gesprochene Sprache entwickelt hat. Wir haben jedoch noch keine Anzeichen auf Metallurgie oder schriftliche Kommunikation gesehen. Interessant. Boah, das haben wir ihm auch eins abgeschossen. Das
Problem ist, die haben sich am Anfang auf eines unserer Schiffe extrem konzentriert. Und dadurch haben sie eins rausgekriegt. So, jetzt haben wir es gleich. Erledigt. Und ihr fliegt jetzt nach Hause zur Reparatur. Wo auch immer die herkamen, sie müssen nicht nochmal kommen. Anomalie found. Dann erforsche diese Anomalie. Als ob es nichts Schöneres gäbe. So, wo hatten wir jetzt eigentlich... Moment, ich möchte gerade mal schauen. Wir hatten irgendwo... bewohnbare Welten. Vorläufig Liga der Ersten. Alpha... Aliens untersuchen. Verblüffend. Ich würde mal sagen, wir erforschen das jetzt mal. Vielleicht finden wir da ja was raus. Über diese Typen da. Wir haben leider ein Schiff verloren. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber gleich ist es repariert. Und wir können die Corvette nochmal upgraden, denn wir haben einen besseren Antrieb. Man muss immer gucken, dass man mindestens 0 hat. Aber auch mehr bringt nicht. Ne? Ich habe immer gedacht, Leistung, dann wird das Ding schneller. Nee, ist es nicht. Das wird dann einfach, hat einfach nur mehr Energieüberschuss. So, wir haben eine Übertragung von den Yen Confederacy empfangen. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten zwischen uns wurden vorübergehend eingestellt. Das sind ja auch so Pilze. Ich repräsentiere das Yeon Confederacy. Unser erwählter Anführer, Konsul Rebig, hofft auf friedliche Beziehungen zu eurem Volk. Ihr könnt euch aber auch sicher sein, dass wir unsere Lebensart sehr gut verteidigen können. Yeoni, unser überlegenes Kollektiv grüßt euch, oder wir alle können sehr von diesem Aufeinandertreffen profitieren, oder ihr werdet noch herausfinden, dass ihr es nicht mit uns aufnehmen könnt, soll es wohl heißen. Ich würde sagen, wir werden alle voneinander profitieren. Erstes Alien-Aufeinandertreffen. Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf ein intelligentes Alien-Leben getroffen sind, wurden von unserer Bevölkerung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Ja, ich weiß, das hatten wir auch schon mal gelesen. Die Leute sind da eher durchwachsen begeistert. Wir bauen jetzt nochmal ein paar Korvetten. Es muss nicht sein, dass wir ständig das Schiffe verlieren. Oh, wir haben Arbeitslose. Wir haben tatsächlich Arbeitslose. Was brauchen wir denn hier? Nahrung brauchen wir momentan tendenziell nicht. Wir könnten aber... Moment. Wenn wir das hier löschen, können wir da jemanden arbeiten lassen. Dass ihr Flottenbefehl System erkundet. Okay, die Forschungsschiffe sind schon wieder hier fertig. So, das andere Forschungsschiff forscht hier schön weiter. Special Project complete. Warum fliegst du jetzt darüber? Ach Gott, wie doof. Chianaki! Die Weltraumslebenform, die der pizianisch-fungische Sozialforschungsleiter mittlerweile als Inaki bezeichnet, sind sanftmütige Kreaturen. Sie können anscheinend eine niedrige Dimension des Unterraums nutzen und bewegen sich zwischen den Systemen mit relativer Leichtigkeit fort. Fast so problemlos wie pizianisch-fungische Flotten. Sie nähern sich von Gasen, die in den oberen Atmosphärenschichten vieler Gasriesen vorkommen. Es ist gelinde gesagt höchst unwahrscheinlich, dass dies die einzige Nahrungsquelle ist. Die Aufnahme anderer Nährstoffe ist aber noch nicht beobachtet worden. Sie greifen äußerst selten an, selbst wenn sie provoziert werden. Wir können sie getrost ignorieren. Sie zu jagen würde sich ohnehin verlustreich gestalten. Das ist jetzt unsere Option für das Materialistische, so nach dem Motto, es lohnt sich nicht, die anzugreifen, ne? Wo auch immer die gewesen sind. Construction complete. Sehr gut. Weiteres Schiff. Wenn es nach mir geht, bauen wir demnächst noch ein, wie heißt's? Noch eine weitere Kolonie. Kann definitiv nicht schaden. So, du gehst dahin.
Dann haben die schon mal was zu tun, ne? Die können jetzt diese Energie hier schon mal sammeln. Kraftwerk. Können sie hier die Energie schon mal sammeln, deswegen sind sie dann nicht arbeitslos. Construction complete. Als nächstes machen wir das hier weg. So, jetzt haben wir schon eine ansehnliche Flotte für den Anfang. Muss man schon sagen. Die ist nicht schlecht. Sie ist aber auch nicht gut, sind wir ehrlich. Wenn man einmal ein bisschen gespielt hat, dann weiß man, was eine anständige Flotte ist. Oh! Aufeinandertreffen wieder mit Kultisten-Marodeuren. Wir haben im Supra-System Schiffe unter der Flagge der Grey Disciples entdeckt. Wo sind die schon wieder? Wie stark sind die? 74 Schiffe? Die holen wir uns. Die holen wir uns! Das werden sie bereuen. Dieses Mal bereuen sie es, bevor wir es bereuen. Ich versuche gerade immer noch einen anständigen Winkel zu finden, mit dem ich hier anständig arbeiten kann. So, jetzt haben wir das hier gemacht. Das hier grasen wir schon ab. Dann möchte ich tatsächlich hier noch diese Baustation haben für Energy Credits. Unsere Flotte ist da. Ja, es beginnt also. Wir haben doppelt so viele Punkte wie sie. Hostile Fleet detected. Es dürfte eigentlich leichtes Spiel für uns sein. Ja, wir sehen schon, wir bekommen auch schon ordentlich Schaden. Es haben mehrere Schiffe von uns, eines von ihnen gefokust. Ist schon halb down. Die anderen beiden ziehen jetzt nach, was den Schaden angeht. Und eines ist schon weg. Nicht das, was wir als erstes gefokust hatten. Wir haben irgendwie zwischen rein mal das Ziel gewechselt. Und Pöff. Die Kultistenflotte im Supra-System operierte ist in dem Gefecht vernichtet worden. So, ihr fliegt nach Hause. Das Forschungsschiff darf sich das hier angucken. So. Und der Rest ist immer noch beschäftigt, ja. Ist nicht zu ändern. Es wäre cool, wenn wir da oben noch was finden würden, dann könnten wir hier oben zumachen. Ansonsten würde ich als nächstes jetzt diesen Planeten hier in Betracht ziehen. Einfach aufgrund seiner Position. Er befindet sich außerhalb unseres Reiches und deswegen können wir die Grenzen des Reiches noch deutlich weiter strecken. Wir beschleunigen nochmal ein bisschen. Wie sieht's aus? Ja, bald haben die hier endlich einen weiteren Bewohner. Dauert nicht mehr lange. System Survey complete. Was ist los? Wachstum. Ist der jetzt da oder ist der noch nicht da? Irgendwie ist der noch nicht da. Jetzt ist er da. Gerade eben irgendwie komisch rumgebackt. Wir können hier keine Grenz. Hä? Warum kann ich die Dinger eigentlich überhaupt schon sehen? Keine Ahnung. Jetzt bauen wir auf jeden Fall das hier. Dass wir auch ordentlich Nahrung dann haben. Das Lustige ist, schon das Bauen sorgt dafür, dass man anscheinend diesen Bonus bekommt. So, Flotte. Ich möchte, dass du dieses System hier erkundest. Und was ist damit? Reparaturen sind abgeschlossen. Flottenbefehl erfüllt. Gut. Sie tun ausnahmsweise, was ich sage. Das finde ich sehr sympathisch. Hier haben wir Nahrung. Das ist gut. Wie viel Nahrung brauchen wir eigentlich noch? Wir haben momentan 3 im Überschuss. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir dringend brauchen. Aber das ist ein Nahrungsfeld. Also bauen wir hier auch was mit Nahrung. Irgendwann müssen wir jetzt halt auch mal die Forschung pimpen. Momentan ist die Forschung halt noch ziemlich schwach. So. Jetzt habt ihr hier richtig gut Nahrung. Zumindest für eure Verhältnisse.
Man muss sich halt echt die Frage stellen, ob das am Anfang sich lohnt, da ein Gebäude draufzusetzen. Ne? Gerade jetzt da und da, die produzieren dann und produzieren Nahrung. Also sie ernähren sich im Grunde selbst und produzieren nebenher Mineralien. Das ist etwas, wo man sich jetzt echt die Frage stellen muss, lohnt sich das? Ich bin da gerade hin und her gerissen. Trümmer analysiert. Gut. Das Forschungsschiff hier ist auch soweit. Dann gehen wir mal da hoch. Und erkunden das System. System Survey complete. Okay, da war leider irgendwie gar nichts. Jetzt versuchen wir mal das System zu erkunden und gucken mal rein, was sich da drin befindet. Das ist immer noch eine recht starke Flotte, die ich auch interessanter sehe. Was ist denn das? Das ist irgendwie so ein Energieviech. Evading hostile fleet. Interessant. Um das zu besiegen, müssen wir unsere eigene Flotte noch weiter verstärken. Nicht das, was ich wollte. Ihr wisst warum. Ach komm, geben wir halt mal alles aus. Jetzt habe ich mich schon entschieden, es auszugeben und die nächste Kolonie auf die lange Bank zu schieben. Da fliegt eine Flotte rum, das ist aber nicht die, die ich kenne. Haben wir eigentlich schon Möglichkeiten zur Diplomatie? Ja genau, reden wir doch mal mit denen. Pause. Wo wohnen die eigentlich? Ach, da unten! Meine Güte! Ist aber schon weit weg. Wie haben die denn kennengelernt? Das ist schon ordentlich weit. Ja, dann brauche ich nicht wirklich mit denen reden. Wenn sie jetzt direkter Nachbar gewesen wären, dann hätte ich gesagt, ja, da wäre es vielleicht sinnvoll. So, das Forschungsschiff. Hier? Ja. Erforscht. Und ihr werdet hoffentlich immer flotter, ihr flotten Korvetten. In meiner Flotte. Ist interessant, bei dem anderen, also bei der menschlichen Spezies waren sie ja alle 5 Jahre Wahlen, da ging es die ganze Zeit voll ab. Und das hat man jetzt hier halt gerade eben gar nicht, ne? So, wir haben ja am Ende dann eine Flottenstärke von 10 Korvetten. Von der Kampfkraft her dürfte das sogar easy reichen, um das dann auseinanderzunehmen, was wir auseinandernehmen wollen. Research complete. Ah, wir haben eine Forschung fertig, Bergbaunetzwerk. Ja, ja, nimm das mit der Anomalie. Speicherkapazität, Mineralien, neue Forschung. Schadensbonus, Feldproduktion, Mineralien, plus 5%. Ja, machen wir. Ich finde die Raketen nicht so gut, deswegen nehme ich sie. Wobei, es wird ihnen nicht gerecht, wenn ich sage, ich finde sie nicht gut. Sie sind nicht schlecht. Man muss da fair bleiben, finde ich. Oh, was kommt denn jetzt? Vertrauter Schrein. Ein Großteil des Asteroiden wurde per Lasereinsatz mit großer Präzision so zugeschnitten, dass er einen kleinen Pizza-Fungi-Tempel bzw. einem großen Schrein ähnelt. Einem Schrein des Unbeschreiblichen, der großen Zerstörergottheit alter pizzianisch-fungischer Glaubensrichtungen. Der Tempel taumelt schon viel länger durch die Stille des Weltraums, als wir der Raumfahrt mächtig sind. Was bestenfalls beunruhigend ist. Schlimmstenfalls erschreckend. Wissenschaftsoffizier Sean Bluer drängt uns natürlich, nach weiteren stellaren Objekten mit den gleichen Eigenschaften wie dieser Weltraumtempel zu suchen. Dazu hat er ins Situationsprotokoll eine Liste wahrscheinlicher Kandidaten in benachbarten Systemen hochgeladen. Vielleicht wäre es besser, wenn wir das nicht täten, oder? Dann wollen wir mal nachsehen gehen. Situation Log updated. Ich würde definitiv sagen, dann wollen wir doch mal nachsehen gehen. Construction complete. Moment, Situationsprotokoll. Wo haben wir es denn? Kultistenschiffe ändern. Chara durchsuchen. Auf Karte verfolgen. Auf Karte verfolgen. Bewohnbare Welten erkundet 6 von 8. Schreine der Götter. Auf Karte verfolgen. Auf Karte verfolgen. Auf Karte verfolgen, dass ich sehen kann, wo die sich befinden.
die Orte, wo ich hin soll. Ah, da haben wir's. Dann schicken wir doch mal ein Schiff schon mal dahin. Moment, kann ich das von außen? Na gut, es fliegt da halt dahin. Das haben wir doch schon untersucht. Keine Ahnung. Er blinkt es auf jeden Fall noch fröhlich an. Als ob das eines der so Dinger sein könnte. Man weiß es nicht. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall da oben noch das Alien. In dem anderen System. Und sparen derweil schon mal wieder auf das nächste System. Auf das nächste Kolonieschiff. Alte Götter, der Schrein des Wahrnehmenden. Die Jemfraran sind ein Charati-System eingeflogen. Ihre Besatzung berichtet, dass sich im Orbit des Sterns tatsächlich ein stellares Objekt befindet, das dem Schrein des Unbeschreiblichen nicht unähnlich ist. Okay, dann untersuch doch mal. Vielleicht haben wir es schon gefunden. Oder es ist wirklich in jedem System so etwas zu finden. An der Stelle wird es wirklich dann etwas beunruhigend, wenn man so drüber nachdenkt. Dass man vielleicht selber Überbleibsel einer längst vergessenen älteren Zivilisation ist und eigentlich in Anführungszeichen unfreiwillig durch irgendwelche Zwischenfälle wieder in die Steinzeit geraten ist. Das sind so Dinge, über die will man sich eigentlich gar keine Gedanken machen, ne? Sich dann mühsam wieder den Weg ins All zurück geforscht und gekämpft hat. So, du komisches Energiewesen. Hol dir eine ab. Piu, piu, piu. Ratatatau. Und mitten im Kampf natürlich wie immer. Alte Götter, Schrein der Wahrnehmenden. Wissenschaftsoffizier Jutlek hat sich mit einem Bericht über die Funde von Jemfraran beim Schrein der Wahrnehmenden zurückgemeldet. Sie fanden schon früh heraus, dass in der Wende ein in logografischer Schrift verfasster Text intrassiert worden war. Schwer verzerrt von mehreren Schichten durchsichtigen Lachs. Anfängliche Versuche zur Entschlüsselung des Texts, bei denen man sich auf die rohe Rechenkraft des Bordcomputers der Jemfraran verließ, verpufften wirkungslos. Der Text war einfach zu verzerrt, um in irgendwelchen bekannten Sprachlinien zuzuordnen. Als nächstes versuchte die Besatzung der Jemfraran den Lack mit Lichteinstrahlungen verschiedener Wellenlängen und Intensitäten zu bombardieren. Aber auch dabei kam nichts heraus. Jutlek zog anscheinend in Betracht, den Lack manuell vom intrassierten Text zu trennen. Dann aber wurde ihm klar, dass die merkwürdigen Glyphen zweifellos absichtlich so gestaltet worden waren, dass man ihre wahre Form nur dann richtig sehen kann, wenn man richtig durch die Linse blickt, die der Lack darstellt. Wissenschaftsoffizier Jutlek stand schon kurz davor, die Mission abzubrechen, als ihm beim gereizten Entlangschreiten des kreisrunden Raums etwas auffiel. Vor seinen Augen bildete sich kurzzeitig separate Zeilen eines zusammenhängenden Textes, die dann ausgeblendet wurden, nur um von neuen Zeilen ersetzt zu werden. Nicht lange nach dieser Vision hatte er die Decke, die Wände und den Boden eines Spiralmusters angeordnet. Die Texte aus den anderen Schreinen sollten uns helfen, das alles zusammenzusetzen. Fast. So, wir werden da wahrscheinlich jetzt gleich das Schiff verlieren. Aber das Vieh ist jetzt auch schon halb tot. Ganz komisches Weltraummonster. Ja, leider hat es tatsächlich ein Korvette dahin gerafft. Aber wir können das jetzt hier wieder erforschen, schicken dir nach Hause. Und das andere Schiffchen hier schicken wir zum nächsten Schrein. Und das machen wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.